Der Unterschied zwischen dem Fotografieren und dem Film ist kleiner, als man denkt. Trotzdem solltest du diese Stolpersteine nicht mitnehmen. Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Fotograf und Filmemacher aus der Nähe von Flensburg und auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie, aber auch um die Landschaftsfotografie. Falls noch nicht geschehen, hinterlasse gerne ein Abo und drücke auch die Glocke, dann bist du immer informiert, wenn es was Neues gibt. Wie einige von euch ja mitbekommen haben, war ich in der 5. Staffel von Michael Ziegans Format 10 Tage, 10 Fotos dabei. Und zu einigen YouTubern ist wirklich ein sehr netter Kontakt entstanden. Unter anderem auch Flo von Not a Filmmaker. Und der liebe Flo ist jetzt gerade auf Korsika und er filmt halt und ich bin mehr der Fotograf. Also das heißt, wir beide könnten ja gegenseitig profitieren und weil er ein furchtbar netter Kerl ist, haben wir uns mal ein bisschen kurz geschlossen und er meinte, ob ich nicht ein paar Tipps hätte in Sachen Fotografie. Und die nehme ich ihm auf und du kannst gleich davon profitieren. Also, erster großer Unterschied beim Video und bei der Fotografie ist der Shutter Speed. Beim Video gibt es die sogenannte 180-Grad-Regel. Das heißt, die Framerate, mit der man filmt, so zum Beispiel jetzt ein 25stel, die soll mindestens verdoppelt werden, das heißt ein 50stel. Ich filme allerdings mit einem 30stel. Einmal ganz, ganz grob, was ist die 180-Grad-Regel? Die 180-Grad-Regel bedeutet, dass man mit dem doppelten Shutter, also der doppelten Verschlusszeit, filmt, als was man das Bild nachher als Framerate haben möchte. Üblicherweise nimmt man im deutschsprachigen Raum oder viele nehmen es 25 Frames in der Sekunde. Ich nehme aus verschiedenen Gründen 30 auf, weil es flüssiger läuft und auf den neuen Displays einfach schöner aussieht. Aber um es einfach zu machen, 25 Sekunde. Das heißt, man sollte mit einer 50 Sekunde filmen, damit die Bewegungen so ein bisschen flüssiger aussehen. Na, sonst sieht das so abgehackt aus, wenn die Verschlusszeit zu kurz ist. Bei der Fotografie ist es aber das Gegenteil. Da sollte man versuchen, möglichst kurze Verschlusszeiten zu haben. 50stel Verschlusszeit ist relativ lang. Besser ist eine 500stel Sekunde. Je nachdem auch abhängig, was man fotografiert und was man auch möchte, kann das gewünscht sein oder auch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir wollen ein schönes Bild haben, ohne ziehende Wolken, ohne ziehendes Wasser. Da ist es denn so, dass man gerne eine Aufnahme macht, zum Beispiel von der Freundin in Korsika, wie auch immer, kurze Verschlusszeit, weil dann möchte man diese Bewegungsunschärfe nicht drin haben. Das heißt, wenn der Flo seine Freundin oder Partnerin in den Schatten stellt zum Beispiel und macht ein Foto, dann sollte er versuchen, irgendwie eine 500stel zu haben, je nach Auflösung der Kamera. Man sagt in der Fotografie immer 1 durch Brennweite. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Kameras immer hochauflösender werden. Und Bildstabilisator ist zwar da, aber lieber nichts riskieren, weil die Person vor der Kamera kann sich bewegen, du kannst dich ein bisschen bewegen, deswegen lieber etwas kürzer. Und dann ist es so, wir gehen einfach mal aus, 85 mm, 1 durch Brennweite ist 85, sollte man haben, also bummelig 100stel Sekunde. Und das finde ich persönlich sehr knapp bei diesen ganzen scharfen Auslösungen, die die Sensoren mittlerweile haben. Deswegen mache ich immer so, dass ich den Faktor eigentlich immer mindestens verdoppel. Das heißt, 100stel mal 2 sind mindestens 200stel. Lieber noch verdreifachen. Und ich mache das bei meiner Kamera immer so, dass ich eigentlich immer versuche, immer ein 500stel mindestens zu haben. Immer ein 500stel. Da bin ich ziemlich sicher, dass da nichts passiert. Und im schlimmsten Fall gehe ich mal von ISO 100 auf ISO 200. Das heißt, merke dir, wenn du filmst, lange Verschlusszeit, beim Fotografieren, bei Porträts zum Beispiel, dann brauchst du kurze Verschlusszeit. Ausnahme. Wenn man in Korsika Wasser fotografiert und man möchte das schön ziehend haben, ja, dann muss es auch deutlich länger sein als die 50stel Sekunde, sondern eher so 20, 30 Sekunden oder länger, je nachdem, wie viel Wellen- und Windbewegung da sind. Und da müsste man den Graufilter benutzen. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 2. Beim Filmen nimmt man häufig Vario-ND-Filter. Das heißt, die werden aufs Objektiv raufgeschraubt und den kann man anpassen in der Stärke. Das heißt, man dreht den und irgendwann ist dann halt Schluss. Bei der Fotografie ist es so, da würde ich hier mein Steckfiltersystem benutzen, wenn man Landschaften fotografiert. Das heißt, es wird ein Adapter aufs Objektiv raufgeschraubt und dann kann man einfach die Glasscheiben in den Filterhalter reinschieben. Auf dem Kanal habe ich auch ein Video gemacht, ich verlinke es in der Videobeschreibung. Da kann ich einmal kurz erklären, wie man Filter fotografiert.
Punkt Nummer 3. Das ist eigentlich immer überall dann wichtig, wenn man so ein bisschen wandert und so ein bisschen, ja, Berge hat. Und gerade wenn man fotografiert, ist es so, dass es spannender aussieht, wenn man nicht am obersten Punkt ist. Und das machen ganz viele Leute aus meiner Sicht falsch. Die gehen immer zum allerhöchsten Punkt. Das heißt, wenn der Flo auf Korsika unterwegs ist und wandert, dann sollte er nicht ganz nach oben hochwandern, sondern er sollte so ein bisschen unterhalb des Gipfels eines Berges sein, dass er die Kamera ausrichtet. Und dann geht es nach unten hin, geht es meinetwegen Wasser oder Weg oder Treppe, wie auch immer, oder die Stadt, je nachdem. Und dann sollte aber ganz wichtig noch oberhalb der Kamera auch noch so ein paar Bergzipfel sein, weil sonst ist nach oben hin gar nichts mehr. Und ich finde, das sieht relativ ungünstig aus und meiner Meinung nach nicht so schön. Deswegen ist das Bild kriegt mehr Tiefe, wenn man so verschiedene Höhen drin hat. Beispiele, wo ich das mal gemacht habe, ist zum Beispiel Monaco und auch Norwegen. Da kann man sehr schön sehen, dass da noch über mir auch noch was ist. Und dadurch wirkt das Bild häufig deutlich schöner. Und der nächste Punkt ist die Wahl der richtigen Blende. Wenn ich Porträts fotografiere, bin ich eher offenblendig, das heißt selten geschlossener als 3, 5, 4. Sogar im Studio blende ich eigentlich eher bei relativ offenen Blenden. Und beim Film habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass die Blende teilweise relativ geschlossen ist. Das heißt irgendwie Blende 13, 14, irgendwie sowas. Und das ist beim Video nicht so ganz entscheidend, weil ein Video bewegt sich immer. Und da fällt es nicht so auf, dass es nicht ganz so scharf ist. Es ist vielleicht gerade sogar beim Video sogar gewünscht, dass es nicht immer ganz so scharf ist. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel diese Pro-Mistfilter, die man übrigens auch sehr gut für die Fotografie benutzen kann. Die machen das Video ein bisschen weicher. Man soll es eigentlich nur für die Porträtfotografie nehmen, würde ich mal behaupten. Wenn man Landschaften oder so fotografiert, dann würde ich eher sagen, Blende 8 ist das höchste der Gefühle mittlerweile. Auch da, die Sensoren werden immer stärker auflösend. Und wenn man die Blende zu doll geschlossen hat, dann muss das Licht ja durch das Objektiv an den Sensor ran. Und wenn die Öffnung, also die Blende, zu klein ist, ja, dann hat das Licht da schwerer durchzukommen. Und ja, es wird auf alle Fälle dadurch nicht mehr so scharf. Das ist die sogenannte Beugung. Und deswegen würde ich immer sagen, in der Fotografie lieber auf Blende 8 maximal gehen. Und im schlimmsten Fall, wenn die Schärfe nicht langt bei Landschaften, dann auch vielleicht noch ein Fokus-Stacking machen. Das heißt, einmal Vordergrund fokussieren, Mittelgrund fokussieren und Hintergrund fokussieren. Und daraus dann in Photoshop nachher ein Bild zusammenbauen. Wenn man bei Porträts fotografiert, dann sowieso Blende offen. Ne? Gibt es ja den netten Spruch, Blende offen und hoffen. Und meistens sieht das auch ganz gut aus. Ein weiterer Punkt, warum man die Blende nicht ganz so scharf schließen sollte, das ist die Sensorflecke. Das heißt, wenn man fotografiert, dann hat man den Fleck drauf, also so ein kleiner schwarzer Punkt in der Regel am Himmel oder sonst wo, je nachdem, wo der Sensor ein bisschen verschmutzt ist. Und umso geschlossener die Blende ist, umso stärker fällt das auf. Ist natürlich beim Film auch nicht ideal, wenn man es natürlich durchgeht und man sieht die ganzen Sensorflecken drauf. Also von daher, ja, achtet da mal drauf, wie ihr das gut macht. Ein kleiner Tipp ist, man kann so ein Blasebalg nehmen. Ja, ich habe ein Blasebalg immer dabei und damit kann man den Sensor auspusten. Mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich meine Sensoren sogar selber reinige mit so einem, ja, mit so einem Reinigungspinsel. Ist gar kein Problem. Guckt euch die Bedienungsanleitung an. Fragt vielleicht vorsichtshalber mal direkt beim Hersteller nach, wie ihr das machen müsst. Nicht, dass ihr da irgendwas kaputt macht. Das kann natürlich teuer werden. Sensor kaputt machen ist teurer als alles andere. Also von daher, seid ein bisschen vorsichtig. Ein weiterer Punkt in der Kameraeinstellung ist, dass man beim Filmen häufig ein sehr, sehr flaches Profil benutzt. Das ist sogar der S-Log 2 oder C-Log oder wie auch immer. Das ist ein ganz, ganz flaches Profil und da hat man kaum Kontraste drin. Und man sagt als Videograf, da macht man den Look im Color Grading. Und bei der Fotografie würde ich es eher anders machen. Ich würde versuchen, die Kamera gleich schon so einzustellen, dass es gleich von Anfang an möglichst fertig ist. Das kann man über die Picture Styles ganz gut machen. Da gehe ich dann zum Beispiel Landschaftsmodus, kann die Sättigung raufnehmen, die Schärfe reinnehmen oder rausnehmen, wie auch immer. Und da kann ich das anpassen. Weißabgleich kann ich einpacken und dann ist es mehr oder weniger schon fertig. Wenn man jetzt fotografiert und man ist bei der Landschaftsfotografie dabei, dann hat man immer so das Problem, dass man sich entscheiden müsste, dass der Himmel zu hell ist oder Vordergrund zu dunkel. Und dafür gibt es dann die Belichtungsreihen, die man machen kann.
ist sehr gut, wenn sich Sachen nicht bewegen. Oder man kann auch einen Verlaufsfilter nehmen. Das ist wieder das Video, was ich gemacht habe mit der Filterfotografie. Das heißt, ich kann einfach einen Steckfilter reinschieben und der Steckfilter ist so, dass das unten durchsichtig ist und oben wird es immer dunkler. Und dadurch kann man den Himmel ein bisschen abdunkeln, würde ich immer empfehlen. Und nun habe ich noch zwei extra Tipps für Leute, die viel reisen mit der Fotografie. Der erste Punkt, den kann man immer nutzen, der zweite ist für Flugreisen interessanter. Also Punkt Nummer 1, wenn ihr unterwegs seid und ihr habt viele Klamotten dabei, zum Beispiel wenn wir nach Norwegen fahren oder wenn wir zum Kumpel in die Schweiz fahren, dann ist es so, dass wir uns solche Vakuumbeutel kaufen. Und die Vakuumbeutel, die sind dann die ganz großen am besten. Und dann nehmen wir dann da, schmeißen wir Jacken, Pullis, Klamotten, alle rein. Und dann können wir es an Staubsauger anschließen und dann können wir die Luft raussaugen. Und das Gewicht bleibt natürlich das gleiche, aber das Volumen ist viel, viel kleiner. Und das ist, denke ich mal, bei jeder Reise wichtig. Man kann den Koffer, den kann man voller kriegen und verschwendet weniger Platz. Das ist auch ein Grund, wenn ich unterwegs bin und eine Ferienbude haben möchte, dann achte ich immer darauf, dass auch ein Staubsauger dabei ist, dass ich auch den Vakuumbeutel auch wirklich bedienen kann. Bei Flugreisen natürlich genau das Gleiche. Wenn ich einen Koffer habe, das Gewicht, klar, das ist, bleibt wie gesagt das Gleiche, das ist egal. Aber wenn du mehr Klamotten reinkriegst in den Koffer, perfekt. Ist doch super, oder? Und der zweite Tipp. Es gibt diese ganz, ganz furchtbar hässlichen Westen für Fotografen. Ich finde die furchtbar hässlich, aber es gibt ja auch Cargo-Hosen, Jacken mit vielen Taschen. Und das solltet ihr nutzen, gerade wenn ihr unterwegs seid beim Fliegen. Es ist so, die Akkus gehören immer ins Handgepäck. Das heißt, das Gewicht habt ihr schon mal da. Und ihr könnt euch die Kamera um den Hals hängen, eine zweite Kamera an den Hals hängen, eine Powerbank könnt ihr noch irgendwie in eine Tasche reinpacken. Das heißt, ihr solltet darauf aufpassen, dass ihr möglichst viel an Fotoequipment an eurem Körper habt und nicht ins Handgepäck. Weil mittlerweile ist es so, dass auch einige Fluglinien immer mehr das Handgepäck wiegen. Und alles, was ihr im Körper habt, kann euch nicht als Gepäck zur Last gelegt werden, nur so am Rande. Falls du noch ein paar Tipps mehr hast, schreib es gerne in die Kommentare, gib mir gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich auch über ein Abo. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.